Ein Mensch besitzt zwei Festspielkarten, auf die vielleicht 10.000 warten. Die würden sie beschenkt mit diesen, sich ungeheuer glücklich priesen. Der Mensch von diesen schroff getrennt, dadurch, dass er sie gar nicht kennt, denkt vorerst seine beiden Schwestern. Nein, danke, heißt's. Wir waren gestern. Da fällt ihm noch Herr Müller ein. Der wird vermutlich selig sein. Doch selig ist der keinesfalls. Ihm stehen die Opern schon zum Hals. Da wie konnte ich Fräulein Schulz vergessen? Die ist auf sowas ganz versessen. Wie? Heute Abend Lohengrin? Da gehe ich sowieso schon hin. Herr Meier hätte sicher Lust. Hätte vor 3 Tagen ich's gewusst. Frau Huber lehnt es ab empört. Vor 20 Jahren schon gehört. Herr Lieblich meint, begeistert ging er, wäre es für morgen Meistersinger. Doch heute Abend leider nein. Der Mensch lässt es von nun an sein. 2 Plätze, keinen Sitzer habend, genießen still den freien Abend. Ich habe mit diesem Gedicht begonnen, da ich mich sehr freue, dass Sie anscheinend Ihren Abend hier mit uns beiden genießen. Und dadurch sind wir beide sehr dankbar. Ich werde auch ein bisschen durchs Programm begleiten. Die Gedichte, die ich vorlese, haben nicht immer was mit Märchen oder Sagen zu tun. Sie dienen einfach ein bisschen auch der Auflockerung. Und so beginnen wir mit dem ersten Lied. Vielleicht, ich sage jetzt noch nicht, was es ist, vielleicht können Sie mir nachher sagen, wer der Dichter von diesem Lied ist. Der Dichter. Bitte.